Hi Internet und willkommen zu einer neuen Episode von Geblockt. Heute wird endlich wieder gebastelt, auch wenn es nicht das Tutorial ist, was ich euch eigentlich zeigen wollte, denn damit gab es ein paar Komplikationen und deswegen musste ich das nach hinten verschieben und jetzt kriegt ihr quasi ein Ersatz-Tutorial. Aber ich denke, ihr seid froh, dass überhaupt mal wieder gebastelt wird. Heute will ich euch anhand des Katanas von Toshitsu Hijikata zeigen, wie man ein Katana mit Krümmung baut. Ich weiß, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, oh, das ist schon wieder so ein Schwert wie das von Sasuke. Tatsächlich hat es ein paar Ähnlichkeiten, aber die Bauweise ist doch ein bisschen anders und vor allem einfacher. Und viele werden dann jetzt sagen, die es nach dem alten Prinzip gemacht haben, Ben, wieso hast du das nicht zuerst gezeigt? Und ich werde dann sagen, weil ich euch erst die traditionelle Weise zeigen wollte, bevor ich euch die einfache Weise zeige. Zudem zeige ich noch, wie man das Ganze mit Stoff aushüllt. Und vor allem kann man es durch die Krümmung nicht aus Holzleisten machen, sondern muss es aus einer Holzplatte sägen. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und am Ende zeige ich euch noch, wie man eine einfache Katana-Wicklung macht. Wir haben also viel zu tun. Also gibt's heute kein Rumgeknutsche und wir fangen sofort an. Zuerst habe ich mit der Stichsäge aus einer 6 mm dicken Holzplatte 3 gleiche Teile für die Scheide und 3 gleiche Teile für den Griff herausgesägt. Danach habe ich aus einer 4 mm dicken Holzplatte die Klinge und die Parierscheibe gesägt. Im Vergleich zum letzten Katana haben wir also eine Schicht mehr Holz. Die ist dafür da, dass wir uns den schwierigsten Arbeitsschritt bei der letzten Bauweise ersparen und einfach in die mittlere Schicht eine Aussparung sägen, so dass wir nicht lange das Holz mit dem Stechbeitel weghobeln müssen. Als erstes zeichne ich die Klinge auf der Scheide ab und vergrößere dann den Raum, damit die Klinge auch mühelos gezogen werden kann. Danach wird es dann ausgesägt. Entschuldigt die schlechte Perspektive, aber bei dem Schritt musste ich mich sehr konzentrieren, da bei so feiner Sägearbeit schnell etwas kaputt gehen kann. Ihr solltet also in Erwägung ziehen, diesen Schritt mit einer Laubsäge oder ähnlichem zu machen. Hier ist das fertige Stück und auch beim Griff wurde der gleiche Schritt durchgeführt. Jetzt werden die beiden Stücke verleimt. Achtet darauf, dass nichts verrutscht. Das gleiche wird auch wieder für den Griff gemacht, nur dass ihr hierbei direkt alle 3 Teile verleimen könnt. Während das trocknet, wird die Klinge zuerst sauber geschliffen und danach zeichne ich die geschliffene Kante an und schleife sie auch zurecht. Jetzt teste ich, ob alles passt und habe nochmal die Gelegenheit, Fehler auszubessern. Nachdem das erledigt ist, wird der Innenraum mit Pattex bestrichen und der Stoff eingeklebt. Dafür verwende ich einen Taft-Futterstoff, weil er sehr dünn ist.
Der Überstand wird nach dem Trocknen einfach abgeschnitten. Danach wird auch das letzte Stück mit Patex bestrichen und passend aufgeklebt. Und anschließend wird es verleimt und trocknen gelassen. Nachdem es trocken ist, verschließe ich die Scheide mit einem Taschentuch, damit beim Schleifen kein Staub ins Innere gerät. Die grobe Form arbeite ich mit dem Dremel aus, es geht aber auch mit der Schleifmaschine. So sollte das dann aussehen, wenn ihr damit fertig seid. Das ist natürlich noch sehr unsauber, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Schritt mit einer Schleifmaschine mit 60er Körnungspapier und schleifen das Ganze gerade. Hier seht ihr nochmal den Unterschied. Jetzt fehlt nur noch die Parierscheibe. Zu der kommen wir jetzt. Die Löcher mache ich mit dem Dremel und versäubere es dann mit einer Feile. Caroline, tell me why you left the fight.
Am Ende schleife ich sie auch noch sauber. Schauen wir mal, ob alles passt. Kleine Fehler im Holz werden wie immer mit Spachtelmasse und anschließendem Schleifen beseitigt. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Aber bevor wir das jetzt zusammensetzen, kommen wir noch zu einem Detail. Und zwar muss hier noch ein kleines Loch rein, das ist später für die Wicklung. Das wird auch schnell mit dem Dremel gemacht. Nun wird das Ganze verleimt, gesäubert und trocken gelassen. Danach kommen noch zwei Details aus Plastik an die Waffe. Im Anschluss werden erstmal alle Teile schwarz grundiert. Die Klinge wurde allerdings nach dem Trocknen abgeklebt und bekommt jetzt noch die silberne Farbe drauf. Nachdem das Ganze trocken ist, kommt die Folie ab und eventuelle Kleberückstände werden entfernt.
Danach kommt auf alle Parts Klarlack. Zum Finishen brauchen wir nochmal einen Streifen Stoff. Den kleben wir um und lassen ihn trocknen. Danach wird er zum sauberen Abschluss in die Scheide geklebt. Kommen wir jetzt zum letzten Part, zur Wicklung. Als erstes schneide ich zwei dünne Streifen doppelseitiges Klebeband ab und klebe sie an die Seiten des Griffs. Nun nehme ich ca. 1,5 Meter des Baumwollbandes, spanne es und drehe es zweimal. Und drücke es anschließend mittig auf den Griff. Danach mache ich dasselbe auf der Rückseite. Beim zweiten Band achte ich darauf, dass eine Drehung vor der Überkreuzung stattfindet und eine danach. Dann wird es wieder umgedreht und wiederholt.
Am Ende angekommen, benutze ich jetzt eine Sicherheitsnadel, um das Band zu verknoten. Zuerst einmal um das letzte Kreuz schlagen. Danach richte ich nochmal alles und ziehe das andere Ende unter dem Knoten hindurch. Schlage es um und ziehe es durch den ersten Knoten wieder zurück. Und zum Abschluss noch die Enden in das Loch kleben und fertig. So, damit sind wir durch und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und falls es nur die Tatsache sei, dass diese Bauweise viel schneller geht, weil es natürlich so lustig war, habe ich direkt zwei Stück davon gemacht, weil der Charakter hat ja zwei. Die unterscheiden sich in der Bauweise ja an sich nur in der Länge und das war keine große Umstellung. Das hier ist jetzt also quasi der Archetyp für alle normalen Katanas, die man so basteln kann. Und ich hoffe, das hilft einfach vielen, die jetzt nicht so ein spezielles Schwert wie das von Sasuke bauen. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt erstmal genug von Holz. Deswegen wollte ich dieses Tutorial ja eigentlich auch nicht jetzt bringen, weil dann war es dreimal in Folge was mit Holz und viel Schleifen und so weiter. Und ich verspreche euch, das nächste Tutorial wird nicht mit Holz. In diesem Sinne, seid keine Biber und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.